Warum haben wir eigentlich ein Projekt verloren oder gewonnen? Die Antwort dazu gibt uns die Win-Loss-Analyse. Hallo, mein Name ist Johannes Delzel. Heute möchte ich Ihnen etwas über die Win-Loss-Analyse erzählen. Konkret geht es bei der Win-Loss-Analyse darum, dass man strukturiert ermittelt, warum ein Projekt, ein Auftrag gewonnen oder verloren wurde. Zumeist bekommen Sie als Antwort vom Vertrieb: Wir waren zu teuer. Aber der Erfahrung nach ist das nicht der Fall. Es sind viele, viele andere Faktoren, die dafür ausschlaggebend sind, dass man gewonnen oder verloren hat. Am besten gehen Sie so vor, dass Sie den Kunden nach dem gewonnenen oder verlorenen Projekt kontaktieren. Wichtig ist es dabei, dass nicht die Person, die den Verkauf durchgeführt hat, die Kontaktaufnahme herstellt, sondern dass es über eine andere Person funktioniert, im Unternehmen, aber durch externe Unterstützung. Und dann wird strukturiert der Kunde befragt, was ihm im Angebotsprozess gefallen hat und nicht gefallen hat, was beim Angebot selbst oder beim Produkt und Service gepasst oder nicht gepasst hat. Diese Ergebnisse sammelt man, summiert man auf. Oft werden die Informationen auch im CRM-System hinterlegt. Und im Laufe der Zeit haben Sie so ein schönes Bild und ein gutes Feedback darüber, was der Kunde jetzt tatsächlich als wichtig erachtet oder als weniger wichtig erachtet. Und mit dieser Sammlung von Wins und Losses können Sie dann Ihre eigenen Produkte, Ihre Vertriebsprozesse und Ihren Zugang zum Markt und zum Kunden optimieren. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei.